Gott ist König über die Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Christe eleison. Christe, erbarme dich. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich über uns. Zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr,
Wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Halleluja! Zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus führte seine Jünger hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Lob sei dir, o Christus. Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen, auf den wir getauft wurden. Wir tun das heute mit dem angezeigten Lied. Thank you.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören noch einmal einige Verse aus der Epistellesung aus der Apostelgeschichte im 1. Kapitel. Als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine Verheißung, dass du wiederkommen wirst. Wir bitten dich, sei du auch jetzt mit deinem Heiligen Geist bei uns. Amen. Liebe Gemeinde, in der deutschen Sprache gibt es verschiedene Zeitformen. Wir unterscheiden zwischen Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 1 und Futur 2. Aber streng genommen benutzen wir nicht immer die richtige Form. In der Alltagssprache erfüllt das Präsens oft nicht nur die Aufgabe, das Jetzt zu beschreiben, es dient auch dazu, die nahe Zukunft auszumalen. So sagen wir beispielsweise bei einer Verabschiedung: Wir sehen uns, wenn wir meinen, wir werden uns sehen, morgen, übermorgen, wann auch immer. Selten kommt es hierbei zu Missverständnissen. Der Präsens ist zugegebenermaßen praktischer, weil kürzer und schneller gesprochen. Auch Jesus sagte bei seiner Himmelfahrt zu seinen Jüngern: Wir sehen uns. Er hatte sich 40 Tage lang seinen Jüngern gezeigt. Sie hatten gesehen und erkannt, dass er lebt und gegenwärtig ist. Und dann verabschiedete er sich doch. Was mag den Jüngern in diesem Moment durch den Kopf und durchs Herz gegangen sein? Wir sehen uns, sagte Jesus zu ihnen. Damit meinte er nicht nur die Gegenwart, sondern genauso auch die Zukunft. Wie das? 10 Tage nach seiner Himmelfahrt schenkte Gott seinen Heiligen Geist. Sicht und hörbar wurde er auf die Jünger ausgegossen. An diesem Tag wurden 3000 Menschen zur christlichen Gemeinde hinzugetan, so berichtet die Apostelgeschichte. Aber das liegt ja alles so lange zurück. Dennoch gilt Jesu Wort auch heute noch: Wir sehen uns in Wort und Sakrament. Man wird nicht anders Christ, liebe Gemeinde, als durch die heilige Taufe. Durch sie kommt Gott zu uns, handelt an uns, schenkt uns seine Zukunft, Futur 2. Nun aber nicht als sprachliche Zeitform, sondern als seine reale Zukunft in der Ewigkeit. Er kann es ja nicht anders, als dass er zu Menschen kommt, sie rettet und frei macht von der Macht des Todes. Pfingsten wird zu Recht als die Geburtsstunde der Kirche Jesu Christi gefeiert. So hat Jesus sein Versprechen gehalten, dass wir uns sehen. Die Frage der Jünger an Jesus, ob er in dieser Zeit das Reich Israel, also die alte Davids-Dynastie, wieder aufleben lassen würde, ist so viel zu kurz gegriffen, denn sein Reich ist überall dort, wo er Menschen durch Wort und Sakrament zur Umkehr ruft. Das Evangelium von Jesus Christus hören wir nicht anders als durch das Wort. Und seine Gegenwart erleben wir nirgend anders so konkret wie im heiligen Abendmahl. Wir sehen uns, denn Jesus Christus wird am jüngsten Tag wiederkommen. Dieser Jesus wird wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen, sagten die Engel zu seinen Jüngern. Und seit fast 2000 Jahren bekennt die Christenheit: Von dort wird er kommen, also vom Himmel, zu richten die Lebendigen und die Toten.
Viele Zeitgenossen glauben, dass das Himmelreich Gottes sich bereits hier und jetzt unter uns manifestiert. Ganz Unrecht haben sie damit nicht, denn wo Gottes Wort verkündigt wird, wo die Sakramente so verwaltet werden, wie Jesus es geboten hat, da ist Gottes Reich. Aber es erschöpft sich nicht immanent in dieser Welt. Wir leben auf Zukunft, auf Futur hin. Wann wird er wiederkommen? Jesus sagt von sich selbst, dass er es nicht weiß, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein sein Vater. Und in der Zwischenzeit? Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier rum und seht gen Himmel? Kehrt um nach Jerusalem, geht in die Welt zurück und wartet auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ohne ihn braucht ihr nicht loszugehen, aber in seiner Kraft sollt ihr der Welt das Wort von der Versöhnung durch Jesus Christus sagen. So lautet Gottes Auftrag an die Jünger. Und in dieser Zeit, liebe Schwestern und Brüder, leben wir. In der Zeit zwischen dem schon und dem noch nicht. Wir sind schon Erlöste, aber nicht Vollendete. Bis er wiederkommen wird am jüngsten Tage, sehen wir uns unter Wort und Sakrament, im Präsens, in der Gegenwart, weil er im heiligen Abendmahl selber präsent ist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der regiere und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Zu dir rufen wir. Manche Menschen werden durch Alter und Krankheit zunehmend gehandicapt. Darum bitten wir für die, die Fürsorge und Zuwendung der Gesunden und Jüngeren brauchen, für alle, die sich in medizinischen Berufen um das Wohl anderer kümmern. Zu dir rufen wir. Wir bitten für alle, die heute hungrig bleiben,
die in Kriegsgebieten um ihr Leben fürchten, die religiöser und rassischer Verfolgung ausgesetzt sind. Zu dir rufen wir, Herr, du bist gen Himmel gefahren und sitzt zur Rechten deines Vaters. Wir bitten für alle Väter dieser Welt, dass sie ihre Aufgaben gut wahrnehmen und die große Verantwortung für ihre Kinder erkennen. Zu dir rufen wir, Herr, Jesus Christus herrscht als König. So singen wir und fragen uns, wie oft lassen wir ihn herrschen? Oft versuchen wir, unsere Herrschaft selber in die Hand zu nehmen und produzieren ungerechte Verhältnisse. Wir legen die Herrschaft der Männer über Frauen, der Reichen über Arme, der Pflegenden über Kranke, der Mächtigen über Schwache. Wir bitten für uns alle, lass uns deine Herrschaft leben in Wort und Tat. Zu dir rufen wir, Herr Jesus Christus, wir sind deine Gemeinde. Darum beten wir gemeinsam zu dir, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Thank you.
Der wahre Leib und das wahre Blut unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi stärken und erhalten euch im wahren Glauben zum ewigen Leben. Amen. Friede sei mit euch. Amen. Gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen.